Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Ja, genau, die. Die Mathilde. So. Aha. Ja, wir haben schon wieder ein bisschen fleißig was gebaut. Mathilde hat ein neues Großprojekt. Erzähl Brücke 2.0. Genau. Also wer bei mir unten sieht, der sieht, ja, dass hier jetzt das Ganze aus Cobblestone nochmal gemacht wird. Hat eigentlich den Grund, vielleicht kann Heinrich mal zu den Eingang unserer Festung da gehen. Eingang. Dadurch, dass wir da jetzt die Blade Traps aufgestellt haben, brauchen wir natürlich sehr viel mehr Platz nach vorne, weswegen die alte Brücke so ein bisschen im Weg ist. Und da ich persönlich es nicht mag, wenn da eine Kurve in der Brücke ist, wird diese Brücke jetzt neu gemacht. Ja, genau. Also erst wollten wir das nur so machen, dass wir einfach eine neue Auffahrt haben und quasi auf die Brücke hier so schräg drauf fahren können. Aber Mathilde hat Langeweile und sucht ein neues Projekt und jetzt macht sie sich, ja, neue Brücke. Nebenbei entsteht auch langsam ein gemütliches Schlafzimmer. Ja, das wollte ich auch zeigen. Ich muss mal das Getränk zurückbringen. Ah, hier hat auch Mathilde schön gemacht. Borg Dankwart Rode. Das ist der Sitz von Heinrich, der Löwe und Mathilde. Die wilde Hilde. Ich weiß nicht, ob wir das gezeigt haben. Gitter haben wir hier auch gemacht. Ja, ich glaube, aber da waren die noch nicht fertig, als wir die gezeigt haben. Ja, das glaube ich auch. Ich habe es nicht erwähnt gehabt. Doch, ich glaube schon. Ja? Ja. Schon wieder so lange her. Mein Kreuzturm oder was auch immer das sein soll. So. Gehen wir mal ganz kurz ins Schlafzimmer. Das Bett fehlt noch. Ja. Das Bett könntest du direkt mal mitnehmen. Das müsste in der Werkbank liegen. Oh. Muss ich gucken, wo ich meinen Schlafsack hinpacke. Oh ja, das... Da haben wir sogar einen Couch. Ja. So, Bett. Was ich doof finde, ist, Mathilde hat die eine Seite weggemacht. Aber, naja. Gibt's jetzt halt nur einen Aufgang. Aber hier oben kommt man nicht mehr raus. Weil, guckt euch diese Decke an. Geil, oder? Man hat hier so ein Kreuz. Das Kreuz ist aber nicht aus religiösen Gründen entstanden, sondern einfach, damit man hier so eine lange Fläche hat, wo man rausgucken kann. Und ich fand es halt cool, dass sich das hier oben dann weiter fortführt an der Decke. Und wir hier auch nochmal ja, ein Kreuz haben. Man sieht auch richtig hier, wenn man... Ja, man sieht immer so ein Kreuz. Wenn die Sonne scheint. Ich würde es mir jetzt privat nicht bauen, aber so fürs Spiel fand ich es doch mal cool. So, Bett. Bett willst du bestimmt dazwischen haben, oder? Natürlich, genau so. Boah, cool, dann kann man beim Vögeln rausgucken. Entschuldigung. Genau das. Wir wollen ja auch unseren Spaß haben, ne? Genau. Ja, nicht wundern, die Lampen sind nicht elektrisch angeschlossen. Aber ich habe da so einen Special Trick gemacht. Einfach Kerzen im Hintergrund. Aber so vom Weiten, wenn man so direkt drauf guckt, denkt man, oh, die Lampen leuchten. Ich glaube, man kann die sogar anschalten. Hm. Hm? Kerze. Nö. Nö, ich glaube nicht. Muss ich das mal wieder dahinter ruckeln? Zack. Hammer. Ja, Schlafzimmer in Form an. Hier kommt ja noch eine Couch hin, dass man hier so schön rausgucken kann mit so einem kleinen Tischchen. Oh, so eine kleine Lounge. Aber das kann dann Mathilde machen. Ich bin so nicht für die Innenrichtung zuständig. Er ist der Außenarchitekt, ich bin Innenarchitekt. Genau. So, ich habe erstmal trübes Wasser nochmal geholt. Boah, haben ja nur noch 100 irgendwie. Genau, aber wir hatten sonst nichts zu trinken. Das Essen ist so und dein Teig ist fertig. Ich mache mal ein bisschen... Wasser. Hm. 30, 60, 90. Mehr passen da gar nicht rein. Das dauert erstmal mit dem Wasser. Wo soll ich den Talg hinpacken? Pack's einfach in ein leeres. Ich hab's zum Essen getan. So. Oh, ich muss was essen.
Ich möchte demnächst auf meinen Heimweg zugehen. Ich sag nur blutrote Nacht. Die steht jetzt an. Ja. Das heißt, mein Projekt muss ein bisschen ruhen. Wurde es in die Birne gekippt? Außerdem sind meine Säulen jetzt sowieso alle. So, ich habe mir schon mal meine 250 Bolzen genommen. Joa, 1922. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kannst warten, bis ich da bin und dann könntest du unseren Haupteingang verbarrikadieren. Ah, das ist eine Idee. Aber erst, wenn ich da bin, bitte. Nein. Was ist denn dran? Nein, natürlich schon vorher. What? Ich glaube, da mache ich nur Stacheldraht hin. Weil wir haben noch so viel Stacheldraht. Nicht so, dass es schlecht wird. Ich glaube, ich lasse auch das Tor offen. So, jetzt bin ich auf der Brücke. Ich will eigentlich schon mal bitte was draufsetzen. Mal verarbeiten hier. Also es dauert noch, bis du kommst. Ja, ich verbaue noch ein paar von den Steinen, die ich hier habe. Wenn ich die jetzt schon habe und hier oben bin, dann kann ich die genauso gut noch verbauen. Das ist ja roter Himmel. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wie das aussieht mit dem Glas. Wenn es da rot ist, oder war es vorhin schon so? Oh. Und das hat was. Wie sieht denn das auf dem Boden aus? Haben wir dann ein cooles rotes Kreuz jetzt auf dem Boden? Nee, nicht so richtig. Ist noch nicht rot genug? Ich weiß nicht, ob das noch roter wird. Ah, jetzt komme ich doch lieber mal rein. Glas macht es auch ein bisschen trübe, aber oh, ich finde es cool. Achso, kannst die Tür verbarrikadieren. Ja, das dachte ich mir, warum komme ich jetzt raus? Hallo. So, wie gesagt, die Tür lassen wir mal offen. Das Türchen. Das Türchen? Das Türchen. So. Einfach Stacheldraht davor. Zack, zack, zack. Egal, zack. Du musst ja nicht alles dahin packen. Ich habe nur 2, 4, 8, 12 hingestellt. So, und jetzt nehme ich die Frames weg. So. Das heißt, die machen durch das Stacheldraht ihre Füße kaputt und dann fallen sie hier auf die Spitzen und haben Spaß. Das Tor wird zugemacht. Tada! Ja. 22 Uhr fängt die Nacht an, ne? Ach, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Auf was? Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Ich freue mich auf die Maschinen und so. Dass sie schön zerstückelt werden. Ja, ich hoffe, die kommen auch von der Seite. Wir haben jetzt nur hier an der Front haben wir nur die Stacheln. Richtig. Die Blade Traps. Blade Traps, genau. Richtig. Also ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass die von da kommen. Ah, das aber ist aber vielleicht denkt die KI Richtung. Jetzt, oh, die Tür ist offen, da rennen wir doch mal hin. Hast du die Tür offen gelassen? Die äußere, ja. Hm. So als Motivation vielleicht, dass sie doch in meine Falle fallen. Aber ich finde die Idee ganz cool. Erst durch die Stacheldraht. Also sie müssen ja erstmal, guck mal, an die Blade Traps vorbei. Mhm. Dann kommt Stacheldraht. Mhm. Dann kommt die Grube. Und dann können sie von dort erst weiterkommen. Und bis dahin sind sie tot. Hoffentlich. Mal gucken, ob das... Ich sehe dich. Ich stehe im Turm. Ich habe jetzt mal eine Predator-Ansicht an. Oh, ich sehe dich auch. Ah ja, ja. Ich kann das nicht so.
So, einmal checken. Nahrung 57. Ach, da esse ich nochmal ein Blaubeerküchlein. Ach ne, ich bin voll, alles gut. Yam, yam, yam. Blaubeerkuchen. Ja, lecker. Ah, noch einen. Ich habe so viele Blaubeerkuchen gemacht. So, noch ein, zwei Schlucke trinken. Da auch voll. Bang. Da ist der Heinrich. Ja. Tag. Hallo. Achso, nee, ich gehe mal zu den Generatoren. Ich wollte nur mal gucken, ob wir ein Scharfschützengewehr haben. Haben wir aber nicht. Ah. Siehst du, wir haben gerade erst mal knapp die Hälfte des ersten Generators in Gebrauch. Also der zweite ist noch gar nicht aktiv, ja? Nö, nö, der ist noch gar nicht aktiv. Hey, hör auf mich zu zielen. Nee, ich gucke nur, wie viele Generatoren wir da haben. Aber wir haben noch ein bisschen Platz für ein paar. Ja, ja, wir haben noch Platz für ein paar und... Wird dir das angezeigt, der Verbrauch? Genau, also man sieht hier halt maximale Output, den er hat. Das sind 460 Watt. Und wenn du es anstellst, sagt er dir bei Power genau, wie viel Watt verbraucht werden. Ah, okay, okay, okay. Und das waren, glaube ich, gerade 236 Watt. Und wie viel haben wir maximal? Oder können wir? 460 können wir maximal bei diesem Generator. Es hängt natürlich auch davon ab, was für Motoren man da drin hat. Je besser die Motoren in den Generator, desto besser ist natürlich auch die Leistung, die der abliefert. Wollte ich mal zeigen, das sind Generatoren. Aber haben wir ab und an auch schon mal gesehen. Der zweite Generator ist ja gar nicht angeschlossen. Nö, brauchen wir auch noch nicht. Ja, okay, okay. Wolltest du sagen. Oh, mit der. Es geht nochmal ins Haus. Jetzt wollte ich auch nochmal schauen, inwiefern man die Generatoren in Reihe schließen kann. Weil sonst muss ich mir was anderes überlegen, was hier die Verbindungen angeht. Aber erstmal passt das so, wie es jetzt ist. Schade. Ändert sich irgendwie von den Fensterscheiben nicht so. Ich mach mal Licht aus. Sieht man das Kreuz vielleicht wirklich nur, wenn die Sonne scheint? Also so richtig scheint. Ich stelle schon mal die Fallen an, ne? Ja, und ich gehe auf die Mauer. Es ist ja gleich soweit. Nur 11 In-Spiel, 10 In-Game-Minuten. Seht euch das an. Dieses Ballett an Formen und Dingen. Ja, das ist Musik in meinen Ohren und in meinen Augen. Ne? Ja, richtige Musik ist erst, wenn die da zerfetzt werden. Ja, stimmt, das ist mal schön. Hoffen wir mal, dass die auch wirklich von dieser Seite kommen. Ja, jetzt geht's los. Splatter-Time. Wo bleibt ihr? Licht habe ich an. Ich höre auch nichts. Sind alle im Wasser. Ah doch, ich höre was. Ah. Richtung Norden. Richtung Norden? Ja. Oh ja. Das Wasser gefällt mir. Aber ich höre noch woanders bei dir welche, oder? Habe ich gerade getötet. Okay. Oh, der lebt noch. Oh, ich zieh mal hier die Vorhänge zu. Ich erkenne ja gar nichts auf meinem Bildschirm. Also die halten noch mehr aus als vorher, oder? Ach, schon besser. Der Rest? Da sind wenig. Kommen bestimmt noch. Hm. Brauchen ja einfach nur länger hierher durch das Wasser. Naja, gut, das kann sein. Und pass auf, wenn die Sonne aufgeht, dann kommen sie alle. Ja, aber dann rennt sie wenigstens nicht mehr, also. Ah.
Also ansonsten hatten wir um diese Uhrzeit. Ja, normalerweise kommt deutend mehr Action. Kommt immer eine Welle, aber ich denke mal, das Wasser hält hier richtig auf, ne? Ja. Ich mag unsere kleine Burg. Aber ich bin ehrlich, wenn das alles ist, was hier ankommt, dann sind wir hier. Das ist ja voll lang. Das ist das voll langweilig. Ah, ich höre hier welche. Jo, da ist eine fette. Und eine ist schon da an den Stacheln. Der, ich müsste sogar der Respawn sein, ne? Fast so, ne? Der ist tatsächlich in den Stacheln gespawnt. Hm. Ob man die Stacheln vielleicht auch im Wasser bauen kann? Die Stacheln. Nee, haben wir schon mal probiert. Die hin, ja. Okay. Aber hinterm Haus ist nichts, ne? Nicht, dass ich da die ganze Zeit alles kaputt mache und ich höre das nicht. Nee, ich bin ja gerade einmal rumgelaufen. Okay. Ich laufe jetzt auch nochmal rum. Hm. Hier ist alles. Und bisher kamen sie immer aus Norden. Weiß ich, wo ich die nächsten Blade Traps aufstelle. Ah, doch, das Stacheldraht ist heile. Der ist richtig in den Stacheln gespawnt. Das ist ja Beschiss. Oh, da kommt wer. Ah, ich treffe den nicht. Du meinst so? Sehe ich nicht. Naja. Ja, ist ja hammerhart, ey. Oh, da kommt er wieder. Cool zusammen. Wie so ein Erdmännchen. Guckt hoch, guckt wieder runter. Wie viel sie laden die Nacht bis jetzt? Hm. Ob die Designer des Spiels nicht damit gerechnet haben, dass Leute auf einer Insel eine Basis bauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, da kommt Hundilein. Oh. Ach, drüber. Kurz vor den Stacheln noch. Stacheldraht gestorben. Hm. Das ist voll lahm. Ah, normalerweise kam ja auch immer mehr. Viel mehr. Oder pass auf, die hängen bei uns in der alten Basis. Nicht, dass die alle durch den Tunnel laufen. Das wäre nicht schlimm. Ich glaube, das schaffen die auch gar nicht. Weil das zu weit weg ist und dann hängen die irgendwo und dann hauen die da unterirdisch alles kaputt. Wo sind all die Zombies hin? Eine blutrote Nacht ohne Zombies. Alter, da kann man ja schon fast so rausgehen. Da braucht man ja keine Angst vor denen haben. Nee. Kann man ganz normal weiterbauen. Also sag mir, wenn was kommt, ich stell dabei unsere Couch auf. Bin ich gerade ein bisschen verarscht. Ja. Mama Couch. Mama Couch. Ja, was brauche ich denn noch? Leder. Jetzt regnet's noch. Ich bin nass. Oh. Ja, blutrote Nacht fällt ins Wasser. Also wenn Tag ist, gehe ich mal ja die Strecke ein bisschen lang, also zu unserer alten Basis. Mhm. Ob die noch unterwegs wirklich wandern oder keine Ahnung. Ah, dein Schlafsack ist... Ach nee, doch nicht im Weg. Mal gucken, wo ich dann meinen Schlafsack... Oh, jetzt habe ich was gehört. Ich bin auf der falschen Seite. Oh, ich höre auch was. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es sind Zombies da. Juhu. Was zu tun, was zu tun, Zwei, so viele. Oh, einer ist schon... Nee, einer war der Hund. Oh, wo? Oh, hier.
wo. Klingt ja schon fast nach Action. Ey. Stirb nicht. Ach man. Ich glaube, zwei sind nicht ohne uns gestorben. Vier waren's. Ich geh nochmal weg. Vielleicht kommen dann gleich noch welche. Vielleicht kann der Computer sie nicht im Wasser spawnen. Oder so. Keine Ahnung. That could be a possibility. Weil Stacheldraht ist da auch schon fast wieder heile. Und da ein bisschen kaputt. Also wenn das alles ist, dann haben wir das Spiel besiegt, ey. Können wir sagen, Tag 30, wir sind durch. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ja. Ich bin auf die andere Seite gegangen, erst dann spawnt da welche. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah, hier trickst das Spiel. Es kann wirklich vielleicht im Wasser nicht spawnen oder so. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt kommt was Tolles aus dem Wasser, aber es ist auch nur ein einzelner Banker. Den ich nicht treffe. Andere Leiche hier so drüber liegt. Als dahin. So, jetzt machen wir nochmal einen Test. Kein Zombie hier. Wir gucken mal in die Reichweite. Kein Zombie zu sehen. Dann renne ich jetzt mal auf die andere Seite. Dudel, dudel. Da. Hm. Und wieder Zombie da. Also ist das Zufall oder es passt? Also Leute, wenn ihr eine ruhige und gute Nacht haben möchtet, baut auf einer Insel. Ja, und wenn wir jetzt hier stehen, dann kommt glaube ich keiner, ne? Irgendwie. Ich musste immer nach hinten laufen. Einmal auf die andere Seite. Dann hat er hier vorne welche gespawnt. Hm. Vor allem guckt hier mal die Stacheln an. Die sind fast heile, ne? Hm. Aber die Stacheldraht meine ich. Aber die Stacheln dahinter nicht. Tja. Lass nochmal auf die andere Seite gehen. Okay. Hallo. Lari, 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 Lari. Jetzt gehe ich wieder rum. Ciao. Ja, unten Zombies sind da. Oh, ach da. Aber die spawnen im Wasser. Diesmal sind sie im Wasser, ja. Ja, als ich vorhin auf der anderen Seite war und kurz wieder hergekommen bin, da waren welche schon mittendrin hier quasi. Und ein, zwei kamen immer so vom Wasser.
Wir können es ja nochmal testen. Guck in die Reichweite. Ich sehe gar keinen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite wieder. Hallo. Ach, hallo Heinrich. Hallo. Hallo Heinrich. Hallo Mathilde. Hallo. Jetzt renne ich wieder hin, weil ich höre schon wieder welche. Es kann Zufall sein, dass die so immer... dass die ja gerade kommen. Weil wir haben ja auch nur Sichtweite frei. Ne? Ich habe zwar im Spiel gesagt, so weit gucken wie möglich. Aber das Spiel schafft das ja nicht. Da hinten ist einer. Da hinten kommt wirklich jemand. Oh, ich höre da rechts wen. Oh, das ist mal was Neues. Und hast du gehört und getötet, oder? Mhm. Na. Vielleicht sind die Zombies auch vom Aussterben bedroht. Ja, das kann sein, dass sie nicht mehr nachwachsen oder so. Keine Ahnung. Wir sind einfach alle schon zu sehr vergammelt. Sind nicht mehr funktionstüchtig. Wie bei Walking Dead, da kannst du schon mit einem Dildo die Augen ausstechen. Weil die so butterweich sind. Ja, Hammer, blutrote Nacht. Das ist ja echt der Hammer. Jo. Eine blutrote Nacht zum Einschlafen. Ja. Viel zu viele Bolzen vorbereitet. Ich meine, gut, Bolzen werden nicht schlecht. Nö, aber... mal gespannt, ob die nächste auch so wird. Ich bin mal gespannt, wie unsere Basis aussieht und ob aus der Richtung Norden, da ist ja unsere alte Basis, meine ich, ob da noch viel im Wasser sind oder so. Hm. Vielleicht einfach an der Brücke hängen oder so, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Weißt du was? Hm? Ich will Action. Echt? Ich beobachte dich von hier oben. Mach mal... ich mach mal die Generatoren aus. Ausschalten. Ah, hier sehen wir das auch mit dem, was wir vorhin beschrieben haben. Mit der Power, die wir brauchen, mit der Leistung, die dieses Generator bringt und wie viel Benzin man drin hat und wie viele kleine Motoren drin sind. Nicht wenig. So. Jetzt springe ich hier mal rüber. Wie viel hast du da jetzt in Sicht? Zwei. Oh, das kriegst du ja hin, ne? Ja, ja. Ich sehe. Oh, drei! Triff mal. Vier. Fünf. Sollten wir in der letzten halben Stunde doch noch ein bisschen Action kriegen. Hey, lass mal stehen, Junge. Oh, ich geh mal die Brücke weiter. Ja. Hast du was gesehen? Oh, ich sehe dich auf der Brücke. Hm. Ja, ich sehe da nicht so in der Ferne verschwinden. Hm. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ja, ich sehe die Reflexion im Wasser von deinem Licht noch, aber... ich bin mich wirklich gerade ein bisschen sehr verarscht. Ja. Oh, noch ein paar Sekunden blutrote Nacht. Ah, da kommt eine fette. Oh, hier kommt mehr. Ach, da komme ich jetzt gar nicht raus.
Ah! Ah, du brauchst Frames, ne? Mhm. Oh, jetzt ist hier. Jetzt ist hier auch richtig was los! Ja, ich mache hier auch gerade Alarm. Oh, bei mir kommt jetzt auch ganz schön viel. Na gut, ich habe Krach gemacht, ne? Ey! Wenn ihr nicht zu mir kommt, komme ich zu euch, also. Ah! Aua, aua! Ist runtergefallen? Ah, ich bin draußen. Aua. Ja, aber viel war es hier nicht. Ja, komm, komm. Ich glaube, jetzt müsste es reichen, ne? Ne, ein Stück musste noch. Guck dir mal. Oh, es war gerade Teamarbeit mit mir und dem Zombie. Bist du da bei unserer alten Basis? Wenn ja, wie sieht's da so aus? Joa, hier so. Einer ist aufgespießt. Kann ich aber jetzt komischerweise nicht durchsuchen. Dann halt nicht. Boah, sonst verfällt sie so langsam. Aber auch hier würde ich sagen, war jetzt nicht so richtig blutrote Nacht. Nee, ne? Irgendwie war das ganz schön. Ich habe nur so ein paar Zombies gekillt, weil das waren wahrscheinlich, weil ich sie angelockt habe mit dem Schießen. Hm. Aber sonst... Nö, also die Verteidigung geht dann nach und nach kaputt, aber es sind, denke ich mal, vereinzelte Zombies gewesen. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Hm. Ob sie den Termin verschlafen haben? Hm. Ich fühle mich wirklich ein bisschen verarscht. Ja, ne? Man baut sich so eine fette Mega-Basis und dann kommt keiner. Ja. Hm. Nö, Gott, nicht mehr. Ja, ich sag, wir haben das Spiel ausgetrickst. Pass auf. Ich wette mit dir, die haben nicht damit gerechnet, dass jemand sowas macht wie wir. Aber das ist doch logisch, dass man sowas macht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas nicht eingeplant haben. Ja, aber ich weiß auch nicht. Was mir jetzt auffällt, wir haben viel Lücken im Wasser. Ja, ja. Durch die Zombies. Aber sonst war jetzt echt nicht der Hammer, ne? Also. Achso, ich mach mal die Stacheln gerade. Hast du schon, okay. Hab ich schon. Frames hast du auch schon, bist du ja am Arbeiten. Nee, Frames habe ich noch nicht. Ja, ich bin schon direkt zur Brücke wiedergekommen. Ja, ich weiß. Reparieren ist nicht deins. Nö, das ist deins. Ich bin Aufbau, du bist... Ja, ja, ja. Ja, tut mir leid. Also wir wollten euch mehr bieten als das, was jetzt hier kam. Ja, wollten wir schön die Blade Traps, wie die da die Zombies zerschnitzeln und... Warum keine Zombies zum Schnitzeln? Ja, ich finde das voll schade. Gibt man sich solche Mühe? Ey. Und das wäre mir schade. Voll die Verarsche. Vielleicht sollte man eine zweite Stadt, Basis bauen. Diese kaputt machen dürfen. Du meinst eine blutrote Nachtbasis und eine Wohnbasis? Ja, und immer spawnen. Wäre dann unsere alte Basis, könnten wir dahingehend wieder fit machen, sozusagen. Ist langweilig. So ein Wachturm meinst du? Ja, was selbst was bauen oder so. Hm. Ja, jetzt finde ich ein bisschen Stacheln. Stacheldraht habe ich ja noch. Was
auch nicht donnern, du. Aber wir kriegen ja auch kaum Horden, ne? Mhm, stimmt. Warum sag ich denn? Irgendwas passt mit dem Wasser nicht. Weil bei unserer alten Basis, wo ich vorhin das eine Mal war, also bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, da war ich nochmal kurz bei der alten Basis, hab da was geholt und apropos da kam Aufnahme. Da kam sofort Hunde. Ich glaube, die geht schon relativ lange jetzt, ne? Ja, es geht. Okay. Aber hast recht, wir können das beenden. Ja, also, ihr werdet auf jeden Fall weiter was erfahren. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Rote Nacht. Ob sich dieses Spiel wiederholt. Oder auch nicht. Ja, ich hoffe mal nicht. Ja, ich auch nicht, weil dann ist ja irgendwie auch der ganze Reiz des Spiels weg. Ja, ich denke einfach... Warum soll man sich so eine mega fette Basis aufbauen, wenn man die überhaupt nicht braucht, weil keine Zombies auftauchen? Ja, ich wette mit dir, das liegt am Wasser. Das liegt am Wasser. Weil Spawn... Bist du gerade im Wasser? Ja, ich bin gerade im Wasser. Okay, ich wollte nur fragen, ob es ein Zombie ist. Aber ich finde es ja schön. Es ist ein Zombie. Nein, Katze, ruhig. Ich treffe die nicht. Ich finde es ja schön, wenn man eine Basis hat, die so weit sicher ist. Das ist eine Kreischerin, die ich nicht im... Nein, Katze. Nein, Katze. Oh, ich bin so weit weg. Ich möchte jetzt wirklich zu dir schwimmen. Ich bin so weit weg. Die spawnen hier wirklich schon. Katze, ich kann nicht. Oh, Katze. Alter. Jetzt gehe ich mal schnell in die Basis. Wir sind in der Basis schon gespawnt. Super. In unserer Basis? Ja, klar. Das finde ich richtig. Boah. Hast du groß gemacht oder was? Ich weiß es nicht. Ich werde gerade zerhackstückelt. Also, schaffst du schon. So. Alter, lass mal meine Basis in Ruhe. Wir machen da schon Löcher rein. Das war teuer. Eine Wacke. Das ist eine Horde. So, jetzt machen wir den Generator an. Ja, mach du mal, ich hocke hier gerade mitten im Wasser. Kommt mal her, ich lock. Spiel's Lockmanöver. 3000, das war knapp. komm. Kommt her. Los, kommt her. Komm, ich bin hier im komm her. Na, traut euch. Los, jetzt will ich... Scheiße. Was ist? Ich bin rausgesprungen. Oh, und jetzt hockst du da genau in der Ecke. Ja, ich wollte ja mal zeigen, wie das aussieht mit der Blade Trap, ne? Und wollte es jetzt mal anloggen. So ein bisschen klappt das auch, aber das Problem ist, ich habe das Tor zugemacht. Ah, toll. Lauf dir generell dran vorbei, du bist doof, du Fette. Komm her, Banker, lauf rein, Banker, sei ein guter Banker. Sei ein guter Banker, nimm dein Geld mit. Ja! Ich finde das toll. Habt ihr jetzt endlich mal was geschnetzelt? Ja. Das ist das, was wir euch zeigen wollten, verdammt. Ah, die anderen laufen da irgendwo anders lang. Muss ich das alles selber machen, ja, Mensch. Oh, hier ist ein Loch entstanden. Ach, die Kreischerin läuft da hinten lang. Ach, die hinter ist... Ruhe hier jetzt. Hab ich aber die Schnauze voll hier. Scheiß Köter. Der läuft auf dem Wasser. Ein Wasserköter. Ein Schlag und tot. Na, Katze, hast du beim Heinrich kein Glück und kommst jetzt...